Nürnberg. Hier ist für euch Bembos. Aggressivität diagnostiziert. Und jetzt war ich 3 Wochen auf Jamaika auf Anti-Aggressionstherapie. Das war gut. Ja, die arbeiten da hauptsächlich, also gegen die Aggression, arbeiten die hauptsächlich mit so Heilkräutern. Und diese Heilkräuter, die musst du inhalieren. Da machen die so Anwendungen. Ne? Die Anwendungen, die ziehen sie manchmal von früh 8:30 bis am nächsten Früh um 8:30 hin. Und dann kommst du in so eine Phase, wo du so läufst, so wie am Mond. War vor euch schon mal jemand am Mond? Also wie am Mond, bloß mit wesentlich weniger Gravitation. Also du verlierst fast schon den Grip. Ja. Du verlierst fast schon den Grip. Und mein Problem war, nach 3 Wochen Anti-Aggressionstherapie in Jamaika komme ich wieder an in Frankfurt am Flughafen. Und ich wollte mit dem Zug von Frankfurt nach Nürnberg fahren. Und der Bundesbahnhof ist ja genau gegenüber vom Flughafen, und ich bin im Flughafen ausgestiegen und ich habe keinen Grip mehr gehabt. Und ich denke mir, Alter, mein Zug, weißt du, ich war 3 Wochen auf Anti-Aggressionstherapie in Jamaika, ne, und denke mir, ich will haben, mein Zug. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn, ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen. Und dann habe ich so Schwimmbewegungen angefangen. Und dann habe ich nach unten geschaut und habe festgestellt, ich mache überhaupt keinen Meter über Grund. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn mein Zug? Und dann habe ich mir gedacht, ich muss umstellen auf eine andere Technik und dann bin ich in Delfin übergegangen. Flieg, Albatros, flieg! Und plötzlich ist es gegangen. Bis ich gemerkt habe, ich stehe auf so einem Beförderungsband. Leg mich am Arsch, also ey, gefühlte 4 Wochen von dem scheiß Flughafen bis dann rüber zu dem Bundesbahnterminal. Ich brauche 3 Wochen Anti-Aggressionstherapie, 4 Wochen da von dem Flughafen bis dann rüber, 7 Wochen weg von daheim. Da habe ich mir gedacht, ey, ich muss jetzt unbedingt meine Kumpel wieder sehen. Ne? Da bin ich mal standen, habe ich gedacht, das ist das Burnout. Ja, und da waren es dann schon rumgeguckt, die üblichen Verdächtigen da, ne? Der Terror. Der Scheißen, der Strudel, der Banex. Ja, und ich bin dort zu meiner Standnahme so hingeflogen. Und da war dann so ein Fenster gekippt, da bin ich oben rein. Da habe ich mich auf meinen Standplatz gleiten lassen. Ich war ja entschleunigt. Und dann denke ich mir, was ist denn da los? Hausen die da ab wie die Verrückten, schreien da rum. Arschlöcher! Alles Arschlöcher! Wichse! Da hab ich gesagt, Leute, was ist los? Da
haben sie gesagt, ja, schaust du doch an, die Politiker in Berlin, ist noch alles Trinksache, Dreckene. Dann habe ich gesagt, Leute, wir leben in einer Demokratie, wenn uns was nicht passt, dann müssen wir halt was unternehmen. Was willst du machen, du? Schau dir mal an, du bist ja schon durchs gekippte Fenster reingeflogen. Da habe ich gesagt, Leute, wenn uns was nicht passt, dann müssen wir was ändern. Und wenn, dann müssen wir das halt so machen, dass uns passt. Dann müssen wir halt eine Partei gründen. Wie willst du eine Partei gründen? Da habe ich gesagt, nein, nein. Der Commander nimmt es in die Hand. Da habe ich gesagt, ich stehe da umsonst an der Spitze der Nahrungskette. Dann bin ich angegangen, habe mir die Google Leid gemacht, habe ich mir ein bisschen informiert und so. Und wenn du in Deutschland eine Partei gründen willst, dann musst du einen schriftlichen Antrag stellen ans Statistische Bundesamt in Wiesbaden an den Bundeswahlleiter. Einen schriftlichen Antrag. Ey, unpersönlich, hier geht's doch nicht, oder? Na, aber nach Arschlecken 53, oder? Die Deckensterne nicht aus. Ja, aber nichts gibt's da vorne hin, das mache ich face to face. Aber wie dort weißt du, so jetzt geht's mir weiter. Jawohl! Wir wollen FC-Fans da hinten oder so. Bin ich genau richtig als Nürnberger hier. Ja, wie gefallen aber nach der vorne hin, ne? Wunderbar, wenn wir mal Schlüsselkopf fahren auf Wiesbaden, ne? Optimal, gleich ein Bingo-Bello-Parkplatz kriegt halt absolut in zweiter Reihe. Ja, war kein Problem, ich habe die Scheibe schauen gelassen, dass die Brille deshalb sich damit sportlich betätigen muss, ne? Ja, konnte nachsitzen. Da bin ich dann eingegangen, dann hockt da aber schon so ein Foyer und da empfangen, kommt da die Deutsche und denkt, die Katzenbärchen hat sie versoffen oder was? Das ist mit so künstlicher Blödheit angefangen. Nein, und dann hat sie, der totale Wahnsinn, so aufgelegte Fingernägel, das ist jetzt irgendwie trendy oder was? Weißt du, so lange Fingernägel, wo man sich denkt, ja was, wie wegen die was erben? Was wegen die mit den Fingernägeln überhaupt machen? Was macht man mit so Fingernägeln, habe ich mir dann gedacht. Wenn man da so einen Bobel hat, so einen Spanplattenbobel irgendwie, der sich da oben, der sich da so neu spreizt oder was, das ja, dann sagen wir, das ist dann schon das richtige Tool. Ne? Ja, aber was willst du denn sonst machen, wenn die Klabusterbären sortieren oder was? Ich hab keine Ahnung. Ne? Und dann sagt sie, hallo, was möchten Sie denn? Dann sag ich, ich gehöre zum Bundeswahlleiter. Und dann sagt sie, haben Sie einen Termin? Da hab ich gesagt, ja, ich mal. Da hab ich gesagt, ey, du checkst wohl gar nichts oder was? Da hab ich gesagt, ich bin der Bambas! Da hab ich gesagt, ich hab Triple A, ich hab Backstage, ich stehe normalerweise auf jeder Gästeliste! Ja, und dann sind natürlich schon ein paar so Fragezeichen neben mir im Kopf. War ja eine kleine Denksportaufgabe für Sie, ne? Da war es beschäftigt, ne? Ja, und die Situation habe ich schamlos ausgenutzt, bin ich einfach weitergegangen. Und das war ja dann ziemlich easy, da war immer neben jeder Tür so kleine Plexiglasschilder, da war ja alles drauf gestanden, was los ist. Da bin ich so gelaufen, da war dann gestanden Putzraum, da habe ich mir gedacht, nein, halt nicht. Dritten Stock nach auf und irgendwann dann Bundeswahlleiter, nein, optimal, ich reiß die Tür auf, ich habe nicht klopfen müssen, ich habe gewusst, was ich will. Und dann springt er hoch, weißt du, ich habe mir schon gedacht, der hat gerade ein wenig Wiki, weißt du, keine Ahnung. Ja, was denn der will ja mal, was ist so ein Beamter, der will ja mal die Kasche über dran schauen lassen. Wegen Münze Klatze spielen. Und dann habe ich gesagt, Alter, beruhig dich wieder, schlafe die Falten aus dem Sack, hock die hier, habe ich gesagt, hol dein Formular raus, schreib drauf, Bambas Partei. Dann sagt er, wie bin ich? Dann habe ich gesagt, schreib auf, da, Bambas Partei, wenn wir gleich haben, dann holst du deinen Gummihammer raus, zack, Pump, Stempel, Amt, fertig, dann geh wieder. Da hat er gesagt, ja, also Moment, Sie wollen eine Partei gründen, sag ich, bist du Blitzmann? Das sag ich doch die ganze Zeit. Dann habe ich gesagt, also Arbeit, schreib auf, dass wir fertig werden. Dann hat er gesagt, ja, also wissen Sie, so einfach ist das nicht. Ne? Für eine Partei, da brauchen Sie ja schon mindestens 3 Personen alleine für den Vorstand. Dann habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Schreib auf, scheißen, Terror und Bembes gründen eine Partei. Und dann sagt er, wie soll denn die Partei heißen? Da habe ich gesagt, ja, heißen, ey. Da muss ich mal alles einen Namen haben, da. Das ist doch ein Wahnsinn, da habe ich gesagt, eine Partei heißt, fuck. Da hat er gesagt, ja, wie schreibt man das? Da habe ich gesagt, was? Da
Und er hat gesagt, fuck. Und dann habe ich gesagt, na fuck halt. Was denn IG? F-A-G. Und er hat gesagt, was soll das bedeuten? Und ich sag, schon wieder an. Was soll das bedeuten? Da muss alles ein Name haben, muss was bedeuten. Fuck halt. F-A-G. Und dann sagt er, aber diese drei Buchstaben, die müssen doch eine Bedeutung haben. Da sage ich, du musst eine Bedeutung haben, müssen eine Bedeutung haben. So, F-A-G, was denn ich? Freiheit auf jetzt irgendwie, freie, andersdenkende Gruppe! So, mir wurscht, schreibe auf, faule, asoziale Gesellschaft! Schreibe auf, völlig autonome Gehirnagrobaten! Ist doch scheißegal, fuck, Alter! Was und dann? Und dann sagt er zu mir, naja, also wissen Sie, eine Partei, da brauchen Sie ja auch ein Parteiprogramm und einen Parteislogan, der das Parteiprogramm unterstützt. Da hab ich gesagt, einen alten Arsch brauchen wir. Da hab ich gesagt, die anderen haben ein Parteiprogramm, die bringen auch nichts zusammen. Da hab ich gesagt, außerdem haben wir ein Parteiprogramm, Vollgas. Und unser Slogan ist Friede, Freude, Double Bass. Ja, logisch. Ja, da ist wieder aus, oder? Da hab ich gesagt, der Moss rumbelt im Bundestag, den Menschen schwitzen die Arschlöcher. Und da war er beim Talk und ich hab gesagt, also was ist denn jetzt da? Auf geht's, Partei, fuck, Alter! Da hab ich gesagt, also wissen Sie so, eine Partei, das ist eine organisierte Gruppe, da brauchen Sie auch sowas wie Unterorganisationen, zum Beispiel eine Jugendorganisation. Das ist auch kein Thema. Die Jugendorganisation von der Fuck wäre dann die Fuck You. Die jungen Leute endlich mal wieder einen Auftrag, verstehst du? Wenn die gefragt werden, sind sie politisch engagiert, dann sagen die, Alter, fuck you, verstehst du? Aber nach allen Regeln der Kunst, ne? Und dann hat er gesagt, also wissen Sie, ich glaube nicht, dass ich Ihnen da eine Erlaubnis erteilen kann, diese Partei zu gründen, weil ich gehe davon aus, dass was Sie da vorhaben, ist eine Spaßpartei. Na, wie gesagt, du nimmst mich ein bisschen nicht ernst. Und ich gesagt, dir ist schon bewusst, dass da mit im dritten Stock ist, oder? Da habe ich gesagt, fuck off. Dann sagt er, was soll das jetzt wieder bedeuten? Da habe ich gesagt, ja, fuck off halt! Dann kommt die Fuck-Offensive! Da habe ich gesagt, dann geh mal in den Untergrund! Dann brauchst du die längste Zeit angucken! Da kannst du jetzt schon mal zum Obi fahren und dir ein wenig fancy Seil kaufen, das schön ausschaut, wenn es dann an deiner Maske ist, verstehst? Ja, so geht's nämlich nicht. Und dann wollte ich schon dran, weil ich ausflippen, habe ich an meine Anti-Aggressionstherapie gegangen. Bin ich gegangen. Weißt du, keine Probleme machen. Da bin ich gegangen, bin ich angefangen. Und da bin ich dann in die Stadtbibliothek und da habe ich eine schöne Sache gefunden. Da habe ich mir zuerst einmal draufgewickelt, Revolution für Anfänger. Und jetzt habe ich noch einen Volkshochschulkurs belegt, ein paar Kartenbau für Einsteiger. Und jetzt wollte ich natürlich letzten Mai wollte ich loslegen, aber das war jetzt wieder saublöd, weil da habe ich große Hausordnung gehabt, mit Kellertreppe putzen und die ganze Scheiße. Und da bin ich jetzt auch nicht dazugekommen, aber demnächst geht's los, Alter. Fuck, wir sind die Mehrheit, Alter. Verstehst du, wir sind die Mehrheit, haut euch rein, Alter. Dann war's.